So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16, der Karrieremodus mit RB Leipzig. Mein Name ist David, ich begrüße euch recht herzlich und schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir uns zwei neue Spieler geholt. Halijovic ist zu uns gestoßen und Juan Bernat vom FC Bayern. Und Selke und Skoufe sind nicht glücklich und wollen den Verein verlassen, weil sie nicht spielen. Heute steht das Spiel gegen den FC Bayern an. Sieht nicht so aus, als ob ich gebraucht werde. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier mit euch los? Ich kann euch doch nicht immer spielen lassen. Das geht doch nicht. Ach, Sané, dann spielst du auf die rechte Seite und versuchst da heute mal was zu reißen. Eigentlich hatte ich vorgehabt, ein Kader für die Pokale und ein Kader für die Liga. Aber wenn ihr ja alle so ungeduldig seid, dann ist das eben so. Ich würde sagen, wir starten ein Spiel gegen den FC Bayern. Mal sehen, wie es läuft. So, da sind wir zu Gast in der Allianz Arena. Und wie läuft das hier mit unserer unzufriedenen Mannschaft? Ich bin mal sehr gespannt und wie sich Halijovic hier verkaufen wird. So, Sané. Dann zeig mal, was du kannst. Tielemans. Selke setzt sich da durch, steckt den Ball da schön durch. Holt sich den Ball auch wieder. Spielt ihn da durch auf Halijovic. Halijovic, der erste Schuss. Manuel Neuer ist wieder im Kasten beim FC Bayern. Halijovic holt sich da den Ball, aber verliert ihn wieder. Verratti. Durch auf Lewandowski, Lahm und jetzt da hoch über den Flügel Costa. Douglas Costa bleibt der Sieger und gegen den Pfostenmann haben wir ein Glück. Meine Güte, Halijovic setzt sich da schön durch. Gaudino bringt den da runter auf Tierney. Komm schon. Komm schon, da ist Bale und Bale ist natürlich richtig schnell. Rein auf Halijovic. Er kommt an Lahm nicht vorbei. Verratti zurück. Sörensen. Laporta. Bale. Lahm. Verratti. Bale. Ah, kommt da nicht an Halijovic vorbei. Was macht denn Halijovic da? Ein Fehler. Und Kornet spielt hier von Anfang an gleich gegen unseren. Gegen uns, unser Design-Ex-Verein. Jetzt hat mir die Sprache gefehlt. Aber was für ein Schuss da von Gareth Bale. Skoufe, du musst heute gut halten. Ah, Sané, der kommt erstmal nicht durch. Brauder, was spielen denn hier für Spieler beim FC Bayern? Jonathan Tah klärt den. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. Es gibt mir doch mal den Spieler da. Brauer. Brauer, Venazia. Laporte. Ah, Halijovic holt sich da schön den Ball. Komm, 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 komm. Auf ein. Sehr schön. Oh, Venazia kann den da noch klären rechtzeitig. Laporta hat ein bisschen das Tempo gefehlt. Lahm schön mit der Hacke zurück. Und jetzt chippt ihn da schön durch auf Halijovic. Legt ihn nochmal ab da. Flankt ihn da nochmal rüber. Nimm den mit dem Kopf. Oh, Neuer, nein, das gibt's doch nicht. Schade. Komm, Halijovic. Schöner Schuss, aber Neuer ist damit nicht zu überwinden. Ja, jetzt schnell zurück. Skoufe nimmt den auf. Klündner. Ah, Gaudino. Ja, klär den erstmal, Nukan. Das ist gut. Ah, ich will ja gegen den FC Bayern gewinnen. Das wäre schon was Feines. Das ist doch aber auch kein Foulspiel. Bayern war am Ball. Freistoß für den FC Bayern nach 35 Minuten. Oh nein, den hätte ich doch fast gekriegt mit Halijovic. Costa, eieiei, der ist schnell. Der ist schnell. Mach die Lücken dazu und lass dich da nicht so rausziehen. Kornet, Lewandowski, Skoufe. Sehr schön. Sehr schön.
Eckball vom FC Bayern und dann kommt da kurz. Eieiei. Weg, das Ding nicht richtig geklappt. Verratti. Skufe. Jetzt wirft ihn da weit nach vorne. Sané, sehr schön. Aljovic. Nee, kann den Pass nicht spielen. Bale. Wo spielt denn Bale hier? Rechtsverteidiger oder was? Sörensen. Benatia. Oh, da kommt er noch an. Bale. Pässe, die ankommen. Cornet. Gareth Bale. Lahm. Lewandowski. Steckt ihn da schön auf Lahm. Oh, Bale ist da vollkommen frei. Nein, 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 nein. Weg. Wir gehen erstmal in die Halbzeit hier mit einem 0:0 gegen den FC Bayern. Das ist vollkommen in Ordnung. Damit bin ich erstmal zufrieden. Wir spielen weiter so. In der Hoffnung, dass sich unsere Spieler noch regenerieren und ihre Laune steigt. Ich denke mal, Sané, Selke und Skufe, die spielen jetzt hier immer in der Liga. Komm, Selke. Davy Selke, mach den. Mach den! Das gibt's nicht. Sörensen haut da Selke von den Beinen noch. Schade. Jetzt hier kommt der Eckball. Kommt nicht gut. Kommt nicht gut. Bale kann den nicht richtig klären. Und es gibt den Einwurf. Mir juckt der Arm. Das ist voll schlimm. So. Wernert. Gaudino. Ah, nee. Kein guter Ball. Lewandowski. Costa. Ah, Klündner. Lass mir noch dazwischen. Zieh da nicht so dran rum. Klär den mit dem Kopf. Gut. Nee, jetzt ist er nicht weg. Lewandowski, Skufe, Glanzparade. Glanzparade von Skufe. Eckball. Da klärt den zum Einwurf. Schnell ausgeführt. Bernhard. Geht in der wunderschönen Mitte. Weihrauch. Jetzt da durch. Jetzt leitet hier mal ein Konter ein. Schön. Aljovic. Oh, nicht gut. Laporte kann den abfangen und zurückspielen. Oh, den hätte ich doch fast bekommen. Costa. Und spielt ihn wieder zurück. Kein guter Pass. Selke ist noch dazwischen. Benatia. Verratti. Raus auf Bale. Oh, jetzt reiße ich da eine Lücke und gehe nicht richtig entschlossen zum Ball. Nukan, komm, mach die Lücke zu. Oh, Bale ist durch. Aber Bernat ist da. Raus. Und jetzt steckt ihn da durch. Und jetzt nimmt Fahrt auf. Neuer kommt aber auch schon raus. Ah, Mann, komm schon. Thielemanns behauptet sich da. Oh nee, der kommt nicht punktgenau, sonst wäre das eine richtig schöne Möglichkeit geworden, hier zum 1:0 zu kommen. Costa spielt ihn da raus, wir spielen ihn zurück. Sané. Gardino. Klündner. Jetzt habe ich den Zeitpunkt verpasst. Haljovic. Ah, das war mir klar. Jetzt haben sie es gleich wieder so eng gemacht. Klündner, schön. Und spielen da raus. Und da schön in die Lücke. Aljovic, das gibt's ja nicht. Und wieder ein neuer. Der wäre wahrscheinlich ein Finesse-Schuss, wie auch immer, die bessere Wahl gewesen. Ich habe einen Frosch im Hals, das kratzt immer wieder. So, Freistoß. Oh nee, was machst du denn da für einen Pass? Mann, wer war das gewesen? Aljovic ist nicht mehr richtig fit. Mir bleibt ein bisschen die Stimme weg.
85. Minute 0:0. Das ist schade. Wir spielen ja gar nicht so schlecht gegen den FC Bayern. Und ich will ja auch nichts riskieren. Lieber gehe ich mit einem Unentschieden raus, als wie mit einer Niederlage. Jetzt nochmal schön da rein. Komm, mach den Gaudino. Gaudino, enttäusch mich nicht. Gaudino, aber Bale. Mann, gibt's denn das? Der spielt den nochmal raus. Können wir ja nochmal einen Wechsel machen? Und hilft der uns vielleicht Ødegaard rein? Bakali rein für Tierney. Sabitzer für Tielemans noch. Wir probieren das jetzt einfach. 2 Minuten Nachspielzeit. Oh, jetzt kommt der Ball da nicht an. Özil hier beim FC Bayern im Spiel. Thiago im Spiel. Und jetzt machen wir es. Und dann ist Schluss. Wir kommen über ein 0:0 beim FC Bayern nicht hinaus. Ist in Ordnung. Wir holen uns einen Punkt gegen den großen FC Bayern. Kann ich mitleben. Ist vollkommen in Ordnung. Leverkusen schießt hier Gladbach ab mit 4:0. Oi. Oh, Champions League, meine Freunde. Champions League im nächsten Spiel. Wir motivieren unsere Mannschaft. Wir schauen auf die Champions League Tabelle und dann sehen wir das erste Mal jetzt unsere Champions League Tabelle. Wir haben Barcelona, Liverpool und Malmö mit drin. Eine verdammt schwere Gruppe. Wir könnten eigentlich nochmal reingucken, denn ich wollte noch die Bundesliga sehen. Schauen wir mal, wenn er wieder mitspielt hier. So, wir befinden uns auf Tabellenplatz 5. Nach 4 Spielen ist in Ordnung mit 7 Punkten. Passt. Wolfsburg auf Platz 1 mit 12 Punkten. Sind noch nicht so weit weg, sind gerade mal 5 Punkte. Da ist noch alles drin, das passt. Also, Freunde der Sonne, in der nächsten Folge geht es dann also in die Champions League. Stopp. Jetzt habe ich zu schnell gedrückt, denn ich... Nein, wir können hier nochmal trainieren. Hauen wir alle rein, so wie wir die hatten. Tar geht auf 80. Und ich mache mir mal Gedanken, wie unsere Mannschaft aussehen soll in den Pokalen, die die Pokale spielt, und wie die Mannschaft aussehen soll, die in der Liga spielt. Wir simulieren hier noch kurz vor zum Spieltag, was kommende Partie angeht. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich mache mir Gedanken dazu. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt wieder fleißig Kommentare. Ich bin erstmal raus und sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Da sind wir schon im Stadion Europa. Der FC Barcelona empfängt also RB Leipzig. Ein spannendes Spiel, wie ich finde. Critique overrate you. These beats of a dark heart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more. No, I don't fear no more. Better get respect.